So, Freunde, wir sind wieder da. Heute gibt es die Knusperkuppel. Ganz, ganz einfach. Und jetzt hätte ich sagen, Simone, du sagst gleich mal, was du vorbereitet hast und fängst gleich mal richtig an. Genau, hallo. Und zwar, wir haben ein Biskuit jetzt aufgeschlagen mit 3 Eier. Und dann nehmen wir immer ein Ei und 20 Gramm von den anderen Zutaten. Das steht bei dem zum Beispiel 3 Eier, 60 Gramm Mehl, 60 Gramm von unserem Biskuitfein, 60 Gramm Zucker, 60 Gramm Wasser. Und fertig. Genau, und das alles so circa 8 Minuten aufrühren und dann geben wir es jetzt in unsere Form. Da haben wir jetzt unsere Folie und unsere Backform außenrum hergerichtet. Genau. Und jetzt streicht die Simone das mit der Winkelpalette rein. Also sie hat schon richtig gesagt, man rechnet beim Biskuitfein immer pro Ei von allen Zutaten 20 Gramm. Und da wir jetzt die kleine Kuppel verwenden, machen wir nur einen 3-Eier-Biskuit. Wenn wir die größere nehmen, machen wir einen 4-Eier-Biskuit. Und hier machen wir jetzt die Knusperkuppel hinein. Ich habe mir schon vorbereiten lassen, die Knusperbiene. Wir waren jetzt so oft gefragt, was ist die Knusperbiene, weil es gibt wirklich noch Leute, die uns nicht kennen. Die Knusperbiene ist ein Produkt von Elco. Das ist eine separate Firma, aber die Produkte kriegen Sie natürlich auch über die Lumara Außendienstmitarbeiter. Und jetzt sind wir hergegangen, gerade wenn wir den Bienenstich in die Kuppel machen, dann und vor allem in die kleine Kuppel machen, dann ist es wichtig, dass Sie die Mandeln oder das, was Sie als Belag wollen, fein mahlen. Weil es wird ja gebogen und wenn das zu grob ist, dann kann es passieren, dass Ihnen das bricht. Jetzt gehen wir her, nehmen die Knusperbiene. Wie mischen wir die Knusperbiene? Die Knusperbiene wird immer 1:1 gemischt. Das heißt also, wenn ich 100 Gramm Mandeln habe, nehme ich auch 100 Gramm Knusperbiene. Da wir aber schwäbisch veranlagt sind, machen wir manchmal auch ein bisschen weniger Knusperbiene. Probieren Sie es einfach aus, wie es Ihnen schmeckt. Und jetzt habe ich das Ganze gemischt und das können Sie jetzt mit allem mischen. Es gibt nichts, was ich da nicht runter machen kann. Ich kann genauso Kokos reintun. Ich kann alle Körner rein tun, ich kann Cornflakes rein tun, was das Herz begehrt. Einfach ausprobieren. Und die Simone geht es jetzt her und verteilt es auf ihrem Biskuit. Und dann kommt das Ganze in den Backofen und wird gebacken. Und dann machen wir diese Kuppel. Und ich verspreche Ihnen, diese Kuppel oder der Bienenstich wird Ihr Lieblingsgebäck für die Zukunft, wenn Sie mal die Knusperbiene haben. Ich werde manchmal gefragt, was ist die Knusperbiene? Die Knusperbiene ist vergleichbar mit einem pulverisierten Karamell. Also Sie müssen nicht mehr Zucker und Honig und alles mischen, sondern Sie haben das jetzt hier ganz fertig und es wird Ihr liebster, bester Samstags-Nachmittagskuchen, egal, ob Sie das in der Schnittebacke als Bienenstich mit der 50-50 geteilt oder ob Sie das jetzt in der Kuppel machen oder den Deckel auf eine Torte legen. Da haben Sie ganz, ganz viele Möglichkeiten. Na dann, ab in den Ofen. Unser Biskuit ist gebacken, schaut's, so sollte er ausschauen, ungefähr, nicht zu dunkel backen. Und jetzt nehmen wir den Teigabstecher und fahren hier am Rand entlang und lösen den Biskuit aus der Form. Ziehen die Form ab, die Form einweichen, dann schrubben, dann ist sie wieder sauber. Und jetzt gehen wir her, nehmen unsere Unterlage. Man kann das auch mit der Form machen und dann schlagen wir das einmal um, so sieht man es dann auch sehr schön und ziehen das nach vorne raus. Wenn Sie das normal machen, bitte immer machen, solange die Form noch rum ist. Jetzt habe ich das natürlich nicht gerade optimal gemacht, aber das passiert bei uns auch. Mädels, wie heißt es? Passierte Beste, das haben wir doch gestern gelernt, gell? Auskühlen lasst ihr den Biskuit immer auf euren Backfuß, das ist ganz wichtig. Und jetzt geht es wieder her, jetzt stechen wir nur wieder alles ab und zu und schon sind wir fertig. Einfach hier mal erst den Boden abstechen, wie wir das schon gelernt haben. Das ist mal das Erste. Dann gehen wir her, stechen noch ungefähr die Hälfte. Von der Rührkuchenform stechen wir noch einmal ab. Das ist dann das Innenleben. So, das brauchen wir nachher auch. Und jetzt gehen wir her, nehmen unsere Folie, die in die kleine Kuppel passt. So, immer zuerst probieren, weil wenn wir es falsch reinlegen, passt es hinterher nicht. Jawohl, die passt. Jetzt legen wir das Ganze hier drauf. Und jetzt brauchen wir eine Platte, Simone, zum Drehen. Also, die Tortenretter sind immer ganz, ganz wichtig, damit wir das Ganze umdrehen können. Und schon
haben wir in 0,nix diese Torte fertig. Das ist der schönste Samstag, Sonntags-Nachmittagskuchen. Schneller kann man gar nicht backen wie den Bienenstich. Also, dann hergehen. Wir haben jetzt hier schon Vanillecreme aufgeschlagen. Vanillecreme ist die wichtigste Creme und ist immer Ersatz für alle Bindemittel, die Sie in die Sahne geben. Wir nehmen immer pro 200 Milliliter einen Esslöffel. Und was das Schöne ist an der Vanillecreme, die beinhaltet reine Bourbon-Vanille. Das ist schon gigantisch. Und Sie können ja die Vanillecreme in alle Himmelsrichtungen abwandeln. Die Rückhuhnform steht bereit. Das ist die Rückhuhnform mit dem Einsatz. Das haben wir ja schon mal gezeigt. Und jetzt geht es einfach her und legt das Ganze hier hinein. Gut, jetzt fragen mich viele, welche Form ist jetzt vernünftiger, die große Kugel oder die kleine Kugel? Das kann man so nicht beurteilen. Also, wenn Sie mich fragen, Sie sind alle Größen wichtig, ob das die große ist oder die Mitte oder jetzt die kleine. Das kommt halt immer darauf an, in welcher Größenordnung Sie backen wollen. Das entscheiden Sie immer ganz alleine selber. Und jetzt gehe ich her, nehme dieses Teil und drücke es hier hinein. Ihr habt halt bei der kleinen Rührkuchenform den großen Vorteil, dass ihr nur einen Biskuit backen müsst. Wenn ihr die große nehmt, braucht ihr zwei, weil ihr braucht ja ein Innenleben zum Füllen, sonst habt ihr wahnsinnig viel Creme im Einsatz. Das ist ein Vorteil bei der kleinen und ihr habt schöne kleine Stückchen. Aber ich könnte jetzt auf die Mitte und auf die große auch nicht verzichten, weil es kommt immer auf die Umstände drauf an. Die Vanillecreme nehmt ihr nicht nur zum Bienenstich, ich nehme die auch für die Donauwelle. Ist die hervorragend. Ist übrigens die meistverkaufte Creme bei Nomara. Wir streichen das Ganze noch einmal schön glatt hier. Und so habt ihr innerhalb von ein paar Minuten die schönste, wohlschmeckendste Torte. Und ihr werdet die regelmäßig, ich verspreche es euch, ihr werdet die regelmäßig machen, weil die einfach gut schmeckt und unwahrscheinlich schnell geht. Wir streichen das Ganze jetzt noch glatt hier und legen unseren Boden auf. Und schon sind wir fertig. Also wir haben jetzt innen drin den Knusperboden und wir haben unten auch, und das lege ich mit dem Knusprige nach innen, weil wenn Sie das hinterher auf eine Platte geben, haben Sie das Problem, der Knusperdeckel, der rutscht immer sehr leicht. Ne? Und da kann schon passieren, dass es mal von der Platte runterrutscht. Wir nehmen die Unterlage, wie immer, legen die hier auf, nehmen unsere Edelstahlplatte oder auch Aluplatte, was Sie etwa gerade zu Hause haben. Es schadet nie, wenn man mehrere Platten hat. Und jetzt gehen wir her, drehen das Ganze um auf die andere Seite. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit zu sagen, jetzt zieht man erstmal die Rührkuchenform ab. Und dann kann man das ein bisschen nach vorne schieben und die Ränder noch ein bisschen glatt streichen. Aber die schaut jetzt schon mal ganz toll so aus. Muss man gar nicht unbedingt, könnte man. Wir nehmen das Ganze runter. Schaut, unser Knusperkuppel ist fertig. Ist das nicht die Augenweide? Also ich bin jetzt begeistert und das war jetzt ein Teamwork mit der Simone, mit der Selina und mit der Chiara. Und wir haben das wirklich gut hingebracht und die Kuppel kommt ins Angebot. Und wie gesagt, es ist gut, wenn ihr alle drei Kuppel habt, dann habt ihr auch drei verschiedene Formen für drei verschiedene Einlässe, weil Anlässe wollte ich sagen, nicht Einlässe. Und jetzt da wollen ja immer viele wissen, wie die im geschnittenen Zustand ausschaut. Wir machen doch alles, was sie sagen. Wir gehen jetzt her, braucht ihr das Messer, heißes Wasser zum Schneiden. Und jetzt, das ist ja ein Knusperdeckel, da müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig damit umgehen. Das seht ihr schon, ich habe es wunderbar geschafft. Und so schaut sie jetzt im geschnittenen Zustand aus. So, jetzt kann das Genießen losgehen. Also unsere Bienenstichkuppel ist fertig. Und Sie haben ja gerade gesehen, wenn beim Schneiden ein bisschen was wegbricht, das ist einfach bei der Knusperkuppel beim Bienenstich normal. Wenn wir einen normalen Bienenstich machen, schneiden wir ja die Knusperstücke im Vorfeld schon mal vor. Dann passiert das nicht. Aber bei der Kuppel, und die ist ganz, ganz frisch von der letzten halben Stunde und darum natürlich auch ein bisschen hart. Jetzt sage ich Dankeschön. Tschö mit Ö und Ciao mit Au, habe ich gerade gelernt. Tschüss, macht's gut.